Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Imperialismus! In den letzten Parts haben wir unseren ganzen Kontinent fast eingenommen schon. Es fehlt nicht mehr viel, Leute. Bald habe ich's. Ganzen Kontinent gehört mir, mir allein! Ja, bei dem Spiel darf man ruhig ein bisschen abgehen, oder? Ich habe zwar noch keine Hater, aber das kann ja noch werden. Oh, ganz schön viel Geld. Eine Hauptstadt liefert Rohmaterialien. Ja, das gibt es auch. Also eine Hauptstadt, die wahrscheinlich nicht mal verbunden ist. Also die Hauptstädte hier oben, die hier, die liefern über Hafen. Und die liefern gleich direkt unsere Hauptstadt und somit bekommen wir auch gleich Rohstoffe, ohne dass wir einen Bahnhof dort gebaut haben. Ja. Ah, hier ist nur Lila. Lila, du machst mir Sorgen, auch wenn du keinen Krieg mit mir hast. Du machst mir Sorgen. Ja, dass du schon wieder mal da bist, war klar. Du nervst. Könnt ihr bitte mal deinen Grünen einen Kommentar schreiben, dass er nicht so nerven soll, Leute? Wäre mal nett angebracht. Hoppla, ich war gerade bei den Frühstücken. So. Was sammeln wir hier? Ein Haufen Kanonen. Jo, die lasse ich jetzt mal hier, bis auf eine, weil der geht sicher nicht umsonst hierher. So. Die sind sehr angeschlagen, die lasse ich hier. Und ich habe jetzt drei Schiffe. Naja, das geht schon noch. Ja, jetzt habe ich wieder mal zu wenig Eisen. Ja. Kann ich irgendwas abdrehen? Obst brauche ich, Getreide brauche ich auch, Holz auch. Eieieiei. Okay, ich habe wenigstens in Reserve noch ein bisschen was, aber das ist nicht viel, Leute. Nicht wirklich. Dass ich Arbeitskräfte brauche, ist, glaube ich, weiß schon jeder jetzt. Jo, also, Helmet! Her mit ihr! Und wie viel Papier 10, das reicht vollkommen für ein paar Runden aus, Leute. Ich brauche jetzt Waffen. App. Und schaue ich keine Arbeitskräfte mehr. Und ich habe nicht mal alles eingeschaltet, Leute. Das Stahlwerk ist auf halber Produktion. Hallo. Da kann ich ruhig ein bisschen Eisenreserve machen. Okay, der knappert hier an. Der knapper. Knapper. Moment, wie viel Holz habe ich? Genug für ein Schiff? Nein, noch lange nicht. Meine Güte. Okay, er ist nicht eingelaufen. Neo, oder? Wenn das da steht, dann hat sich ein kleines Land zu einem Imperium angeschlossen. In dem Fall aber Metanello. Also, ja. Yeah. Metanello muss weg. Das hatten wir schon mal, oder? Auf jeden Fall, ich kann bald mehr Kohle transportieren, nämlich hier. Und Eisen auch noch dazu. Okay, anscheinend chillt er noch. Finde ich gut, dass er chillt. Und ich kann hier mal angreifen, bald mehr Provinzen einnehmen. Mehr Provinzen. Und ja, ich glaube, der wollte hier einfallen. Aber falls er doch hierher will, schicke ich einen Grenadieren hin. Ihr wartet noch eine Runde. Leute, ich brauche einfach Schiffe, damit ich eine bestimmte Taktik anwenden kann. Und Stahl? Nice. Stahl ist nice, Leute. Okay, nächste Runde kostet 8 Papier. Das heißt, ich muss 2 machen. Oder machen wir gleich 3. Ist ganz chillig hier, oder? Ganze Industrie laufen zu bringen und wieder mal keinen Stahl zu haben. So. Kein Wunder, dass er meckert. Kein Stahl, eure Ehren. Es hat Stahl, saß es halt, ob du willst oder nicht. So. Fertig. Nein, nicht so viel. Und zack. Dann kann ich auch noch. Ja. Schiffe. Haha. Ja, wieder mal nur eins, leider. Leider. Da kann ich nicht viel machen, Leute. Ich kann euch jetzt auch nicht zulaufen. Ich muss denken, was ich alles machen soll. Also, chillt mal. Hä?
Du gehörst zu Grün? Tschüss. Ach so, ja, stimmt, da hat er geschrieben Adlaba. Okay, dann war es dieses Land da drüben. Okay, okay. Was machen wir denn da, Leute? Was machen wir denn da? Ich habe schon eine Idee. Wenn er seine ganze Armee verteilt auf alles der Welt, ja, dann muss da hinten irgendwann, yeah, gruseliges Lächeln. Ja, er ist so dumm, Leute. Er ist dumm. Ich zwar auch, aber er ist dümmer. Mann, ich habe jetzt voll einen gruseligen Lacher im Kopf drin, Leute. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Falls euch der gruselige Lacher gefällt, Daumen nach oben. So, ja, ich brauche alles mal wieder. Nach dem Baschife. Leute, Leute. Grün ist bald weg. Ich glaube, dieser Part wird mehr als Lacher haben, weil ich so abgehe. Einen Moment, kurz bitte. Kurz schmeißen. Immer diese Verkühlungen, hey. Vor allem im Frühling. Vor allem die Pollenallergie, Leute. Es geht ja gar nicht, oder? Das war's. Ah, 5 Minuten erst. Ja, 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 ja. Okay. Dann wollen wir los. Dann wollen wir los. Wenn er seine ganze Armee verteilt, dann hat er irgendwann mal. Und ich habe 50.000. What the f. Aha, Gold und Kohle. Hm, nice. Also, die Berge bei mir sind richtig episch, Leute. Also, nicht schlecht, Herr Specht. Sag ich mal so schön. Och Mann, ich will weiter so lustig lachen wie vorhin. Aber irgendwie habe ich da das Gefühl dann, Leute, ihr würdet wahrscheinlich abdrehen oder abgehen oder lachen oder alles zusammen gleichzeitig. Nein, wir haben nicht Weihnachten. Okay, das wird nicht mal transportiert. Hä? Moment, habe ich Krieg mit Hellblau? Ja. Was willst du hier? Da ist ein Pferd drin. Schicken wir mal Kanone hoch. Okay, da sind 3 Zelter drin. Okay, okay, okay. Leute, das wird lustig. 5. Okay, es muss reichen. Das muss reichen. Komm, fahrt aus, Schiffe. Wenn die 4 Schiffe ausfahren, dann haben sie so eine coole Bild mit einem, naja, Lenkrad. Ich weiß nicht, wie sie es anders benennen soll, aber es ist ein Lenkrad des Schiffes. Meine Güte, von Schiffen habe ich mal viel gewusst, Leute. Ja. Oh, okay, ich will kein rotes Ding haben, aber hier geht es nicht anders. Und mehr Meister. Mehr Meister. Ich glaube, ich mache diesen Part einen extra langen Part, weil sonst kommt er irgendwie zu kurz und zu viele Arbeitskräfte. Ja, finde ich gut. Zu viel ist viel besser als zu wenig, Leute. Ja, ist immer meine Devise. Nichts zu verkaufen. Schön. Brauchen wir nicht. Wir haben 50.000, Leute. Ja. Das ist ganz schön viel. Okay, die chillen alle, das ist ein großer Fehler. Blau hat hier angelegt, ja, keine Ahnung für was, aber der soll ruhig warten. Der soll warten, komm nur her. Muha, drück mir an, so. Alles in eine Hafenstadt. Jo. Daher, das ist schon eine Hafenstadt, du gehst daher. Warum in Hafenstädten? Soll ich es euch wirklich sagen? Oh, er hat die gleiche Idee, sehe ich gerade. Tja, du kannst mich gern haben. Und dass ich schon jetzt wenig zu essen habe, das nervt doch nur, Leute. Okay,
Ups, das wird dann im Militär reingesteckt. Die nächste Runde. Dann kann ich hier ein Linienschiffchen machen. Ich mag sie zwar nicht, aber Moment. Okay, noch besser. Ups, eins zurückschalten, dann mache ich sogar so zwei Kaperschiffe. Wenn ich genug Kohle hätte. Na gut, dann halten. Moment, geht sich das aus? Ein Kaperschiff und ein Linienschiff. So, jetzt haben wir's. Ich will mal kein Kohle und kein Holz. Ja, so kann's gehen, Leute. Ah, wenigstens eins noch für den Wagon. So, ich brauche mal wieder den hier. Einen weiteren Ingenieur, Leute. Damit ich weiter meine alles ausbauen kann, was ich brauche. Aha, der sperrt meinen Hafen, finde ich gut. Ja, da steht das hier. Handel mit Blablabla, durch Blockade verhindert. Fracht retourniert. Das heißt, wir haben sie in der Hauptstadt gekriegt. Finde ich gut, dann haben wir nichts aus der Reserve. Und ein weiterer Ingenieur wartet auf seine Arbeit. Huiuiuiuiuiui. Also. Du wolltest nicht ehrlich da rein, weil schau, was da ist, Kumpel. So, weil ich so gemein bin, speichere ich mal wieder. Ich habe das eh schon lange nicht mehr gemacht. So. Dann warte ich jetzt eine Runde. Alles in eine Hafenstadt. Und jetzt geht's gleich rund. Ihr fällt hier aus. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, Leute. Die Kanone! Die Kanone, ja. Das ist eine nette Kanone, oder? So ein richtig geiler Mauszeiger. Den hätte ich gerne mal auf Windows. Und zwar heißt das. Hier anlegen und eine Runde warten. So, was steht hier, wenn man es anklickt? Schicken Sie die Truppen in die Schlacht. Das ist gemeint, Leute. Dass wir nächste Runde hier einnehmen können. Das ist ein Brückenpfahl, oder wie das heißt. So ein Brückenkopf, glaube ich, heißt das richtig. Auf jeden Fall wird es lustig nächste Runde. Also, freut euch. Keine Pferde? Nicht so gut. Naja. So. Ne, ich brauche eine schwere Artillerie noch. So. Jetzt brauche ich nur noch Waffen. Jo. Ich sage, wer mit mir Krieg führt, der kriegt es mit mir zu tun. Das ist kein Spaß. Der wird von mir überrascht. Büstum geht nicht mehr. Ja? Okay, dann wollen wir mal. Ja, ich habe gesagt, okay, kein Handel führen, weil sonst geht noch ein Schiff unter. So. Oh. Mehr nicht? Ich dachte, der hat mehr. Aber wir können unsere Schiffe nur reparieren, indem wir sie in einen Hafen schicken. Also, wow, das Militär ist teuer. Ein Hafen, so wie... Moment. In der Hauptstadt, so einer, ist ein Hafen. Das ist ein Hafen. Alles, was so ein Anker hat, ist ein Hafen. Nur dort können wir unsere Schiffe reparieren. Die reparieren sich nicht auf See, Leute. Ja, also, da haben die Programmierer schon was mitgedacht. Und jetzt bist du dran! Jetzt bist du dran! Moment. Die Landungsschiffe können eine Armee der Größe 14 unterstützen. 8 ist unterwegs. Okay. 8, 10, 12, 13, 14. Damit sind die Waffeneinheiten gemeint. Eine Artillerie kostet zurzeit 2 und die kostet zurzeit 1. Also könnt ihr schon mal nachrechnen, ob er richtig gerechnet hat, der Computer. So. Jetzt da entlang. Du chillst out, weil du nichts zu tun hast. Ihr beobachtet das Ganze hier mal. Dann passt hier ein Bahnhof. Bahnhöfe. Und Blau, du machst mir Sorgen. Du da oben, du machst mir Sorgen, ja. Schau, der sieht hier 3 Zelte und legt trotzdem an. What the hell? Ich glaube, der mag das unbedingt haben, aber puh, mir doch egal. Ich schicke da was rein. So, nächste Runde geht's los. Reib. Nächste Runde. Ja. So, wer sagt, ich bin verrückt, der hat recht.
aber ehrlich, Leute, das ist in unserer Zeit schon normal. Schreibt's mir in die Kommentare, ich habe keinen Plan. Eine Runde Waggons, ich bin dabei. Das heißt, 38 Arbeitskräfte brauche ich jetzt. Puh, das ist nicht gerade wenig, Leute. 28, 38, so. Dann können wir, ups, Waggons machen. 19. 19 Waggons. So, und jetzt geht's rund. Das ist die Grüne seine Hauptstadt, Leute. Das und nicht mehr. Die Leute, hallo. Vorhin haben wir gesehen, keine Ahnung wie viel Kanonen, 4, 8, 16, 32, aber 4, 2 und 4 Landwehr. Ende. Der Committer ist das so dumm und... warte. Ich hab doch mehr geschickt. Ist da irgendwas nicht durchgekommen? Das könnte nämlich sein. Ich hab doch mehr geschickt, hallo. Ach du Scheiße. Leute, das ist kein Spaß. Ach du Scheiße, dass er so geschützt ist, habe ich nicht gedacht. Ja, dafür gibt's das hier, Spielladen. Okay. Der will's mehr als wissen, Leute. Ich mache gern die Kopf-Ab-Aktion, aber wenn sowas ist, dann ist der Spaß vorbei. Der beschützt seine Hauptstadt mit Schiffen statt mit Armee. Das ist auch eine gute Idee. Kann ich nur empfehlen. Also wir sind jetzt ein paar Runden weiter hinten jetzt wieder. Also, ja. Was er noch nicht gemerkt hat. Wir haben jetzt im Sommer 1838 und nicht vorhin wie das gleiche Jahr. Und jetzt. Du willst es also wissen. Gut. Ich auch. Ich mache das jetzt nur einmal, das mit Spielladen, Leute, weil sonst geht das euch ja auch auf den Keks, oder? Immer Spielladen, Spiel speichern, bis es mal richtig funktioniert hat. Nee, bitte, wo sind wir hier? Tada. So. Dann habe ich das auch noch hier gehabt, ja. So. Dafür gibt es den Spielspeicher-Button, Leute, ja. Also, immer schön Spiel speichern. Aber es ist schon ein bisschen dumm von ihm, muss ich sagen. Ganze Armee reinstecken, überall, damit seine kleinen Provinzen geschützt sind. Gut, und was willst du hier? Und dann irgendwo nirgendwo wieder was aufbauen, also. Nee. Das geht's dir noch gut, oder? Okay, in der Runde war dann das mit dem Seekrieg hier drüben, also. Der beschützt schon seine Hauptstadt. Man muss nur wissen, wie. Und er hat sehr viele Schiffe, das habe ich schon gemerkt. Das war kein Zuckerschleck da hinten. Okay, ich mache 5 pro Runde Holz zu viel. Viel zu wenig, Leute, viel zu wenig. Sieht man ja schon. Kann ich hier das bisschen zurückdrehen? Das auch, wups. Dann habe ich ja auch Reserve mal so. Meine Güte, extra langer Part schon heute. Das fängt ja schon mal gut an, der Tag. Aha, war klar, dass er das mal macht, so. Ich brauche mal wieder 4 Metallecke da drüben, also kämpfe ich mal. Wow, da chillt ja gar nicht. Ich aber auch nicht. Ich sage, Grün muss weg. Klipperig. Aha. Wow, da hinten geht es um. Zwei meiner Schiffe gesunken oder 3. Ah ja. Nicht schlecht, Kumpel. Nicht schlecht. Also Seekriege, nicht schlecht. Moment, das war da drüben, ne? Ich kann gar nicht transportieren, was Armee heißt, nicht schlecht. Das ist ganz schön viel und du verteidigst hier und du chillst hier. Und ihr
Paps, ihr geht euch reparieren. 3 Kaperschiffe ist nicht viel, Leute. Wir können gleich direkt in den Hafen fahren in der nächsten. Das ist gut. Du fängst mit, dann haben wir eine schöne Armee. Armada, nicht Armee. So, puh, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, Leute. 8, okay, Holz brauche ich immer. Und Gold auch mal, so, damit ich auch mal so Geld reinkriege und nicht nur handeln muss. Ups, weil handeln ist jetzt ein bisschen anders, weil er dann unseren Hafen sperrt und das nervt nur auf Dauer. Noch mehr Fregatten, noch mehr. So, wenn euch dieser Part gefallen hat, dieser epische, dann Daumen rein. Bis zum nächsten Mal.